Jakobs zu Kirchweih versammelt sich in vielen Orten Südtirols der Kirchtermichelverein. Zuerst flechten die jungen Männer 6 stabile, sogenannte Scheren. Mit ihnen soll der Michel aufgerichtet werden. Bis es dann ernst wird. Ohne Fest, ohne viel drumherum wird der Michel aufgestellt. Das ist gar nicht so einfach. Damit es klappt, übernimmt ein erfahrener Michelaufsteller das Kommando. Alle miteinander! Ho! Ruck! Alle Unheim, fährt davor! Oben am Baum sind Seile angebracht, damit der Stamm nicht wegkippen kann. Doch ich habe gehört, wirklich gefährlich wird es erst danach. Die Gefahr ist nicht, wie beim Maibaum in Bayern, dass er vor dem Aufstellen geklaut wird. In Südtirol geht der Wettstreit, den Michel nach dem Aufstellen zu stehlen, um so den Nachbarn eine Schmach zuzufügen. Die Burschen der Nachbardörfer sollen es schwer haben, den Krapfen, die Flasche Wein oder die Peitsche, die er hält, zu stehlen. Oder gar den Michel selbst.